Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minikraft Sky. Wow. Ja, wow! beim letzten Mal habe ich Flügel gecraftet. Ich bin gestorben. Ich habe den Chickenhammer verloren und die Flügel. Aber ich habe einfach ganz viel gefarmt, um alles wieder zu haben, was ich hatte. Und wir haben jetzt richtig viel Eisen. Wir hatten mal richtig viel Eisen. Waren das nicht gerade noch 2 Stacks? Oh, hallo? Ich habe nichts rausgenommen. Hast du nicht? Das sind noch 82. Das waren gerade also 2 volle Stacks noch irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwo was hinverschnitten. Auf jeden Fall habe ich unendlich viel Zeug gefarmt, damit ich mir einfach Diahammer-Sets machen meine kann. Meine Tür klingelt. Geh ruhig an die Tür, Maudado. Ich muss eh noch ein bisschen reden. Ja, ich habe ein bisschen Zeug gefarmt. Und alles. Ach, ich habe 62 Inventar. Ha! Ich habe Maudado richtig geprankt schon wieder aus Versehen. Und ich wollte jetzt Obsidian haben, weil ich einen Verzauberungstisch gern hatte. Deswegen machen wir uns einen Igneous Extruder. Das ist eine Maschine, in die man, keine Ahnung, mixes hold and cold fluids. Kann man Wasser und Lava reintun und kommt Obsidian raus. Kann man auch automatisieren, wenn man möchte. Wir bauen die auf jeden Fall erstmal das Gerät. Wir machen das mit dem oberen Rezept, nehme ich an. Ja, keine Ahnung. Wir haben alles dabei, was wir brauchen. 2 Redstone, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Das habe ich nicht. Und ich habe auch noch kein Werkzeug hergestellt. Ich habe wirklich nur einen Diahammer gemacht und den komplett da unten abgebaut. Das waren 3 Stacks von diesem gehärteten Gravel. Und ja, das habe ich dann kaputt gehauen. Ich habe keine Ahnung, was ich Bauen wir einfach einen Block mit der Hand ab. Wir Wissenschaftler, wir brauchen keine teuren Werkzeuge, um zu funktionieren. Die Folge befindet vor Paluten-Folge statt, nur als Info. Also, seine Folge wird zwar wieder vorher kommen, aber kann ich nicht verhindern, weil ich heute nicht anders Zeit habe. Und das ist. Es ist ja schwer, diesen Plan umzusetzen, so aufzunehmen, wie wir es gesagt haben. So, jetzt sollte ich genügend Zeug haben. Wir machen als erstes mal einen Piston. Shift-Click. Zeug drin, bam. Man muss aber nur das richtige Zeug im Inventar haben. Wisst ihr, da muss man sich gar nicht groß Sorgen drum machen. Dann brauchen wir 2 Stück davon. Okay, 1, 2. Habe ich. Dann wieder ins Rezept reingehen, dann auf den Block gehen. Zack. Kriegt man direkt 2 Stück raus? Okay, kann ich nicht verhindern. So, dann haben wir die 10 Zahnräder, habe ich schon gemacht. Da brauche ich auch noch ein bisschen Kupfer und Eisen. Die habe ich hier. Genau. Und dann brauchen wir noch ein Pneumatik-Servo. Und da sollte ich das Zeug auch für haben. Warum habe ich einen Apfel in die Hand bekommen? Weil ich den in die Crafting-Station gelegt habe und dann hast du es irgendwie rausgeholt. Ja, ich crafte hier doch gerade. Wollt ihn dir schenken. Danke. Auf einmal so ein Apfel im Winter. So, und jetzt haben wir alles außer ein Lava- und ein Wassereimer. Verliert man die Eimer noch dabei? Wahrscheinlich, ja? Keine Ahnung. Ich mache einfach 2 neue Eimer hier hin. So. Ja? Ja? Achso, du hast einen Wassereimer. Perfekt. Ja. Puh. Ich will Der Nachbar schon. Hat sein Paket abgeholt, das bei mir abgegeben wurde. Oh, Gott sei Dank. Das ist immer, wenn man ein Paket bestellt, dann kriegt man immer alle mit von Nachbarn. Ja, ich habe schon so viele Nachbarpäckchen abgegeben. Die schenken uns sogar schon immer Zeug, weil wir so viele Päckchen von denen schon angenommen haben. Und da haben wir ein igneous Extruder. So, Malado, wir haben die Maschine. Die stellen wir dann vor den Strom. Und da tun wir jetzt. Die braucht keinen Strom, Zimmy. Dann tun wir sie. Ich habe keine Spitzhacke. Warte. Fände ich diesen Mauder, du findest. Warte, wie soll ich dir sagen, was wir damit machen? Ja, Wasser und Lava. Du brauchst noch eine Kiste. Hol dir mal eine Kiste. Wir brauchen erstmal einen Platz dafür, oder? Ja, ich weiß schon, wohin das kommt. Ich hab das schon geplant. Hast du schon geplant? Du wolltest diese Maschine schon bauen, bevor ich die Idee hatte? Ja. Ich habe kein Holz, ich habe keine Axt, ich kann gar nichts machen, oder? Achso, warte, ich habe eine Kiste noch dabei. Okay, komm mit zum Ich mach mir Eis. Ich hab schon einen Plan im Kopf. So, ich muss dich übrigens wieder leiser stellen, weil gestern bei Chicken Horse warst du so leise, dass ich dich ein bisschen lauter gestellt habe. Aber heute bist du ein sehr lautes Organ in meinem Ohr. So, perfekt. Nein, ich habe dich ja nur lauter gestellt. Alles okay. Hallo. Nein, ich habe nur laut geatmet. Ich habe mich nicht lauter gemacht. Hier, wir müssen hier runter. Wir haben ja unsere automatische Lavamaschine, die ich bei mir gebaut habe. Und jetzt wollen wir ja Obsidian mit deiner Maschine erzeugen. Ja. So, das heißt, du stellst sie da, wo ich jetzt draufstehe, hin. Ich weiß, damit die Lava da von der einen Seite rein kann. Genau. Und dann mache ich... Obwohl. Wir müssen da nämlich jetzt Lava... Ah, jetzt ist Lava drin. Und jetzt musst du noch Wasser reinfüllen mit dem Wassereimer. Ach, das habe ich dabei. Zack. So. Und jetzt können wir Obsidian herstellen. Oder so Obsidian beides kommt zusammen. Dann... Und wir bekommen ein Obsidian. Achso, du kannst sogar auswählen, was rauskommt. Du kannst sogar Cleanstone damit herstellen. Ja, aber Cleanstone verbraucht Wasser. Deswegen ist das Wasser leer. Ich hab gerade Cleanstone ausgewählt. Ich hätte ihn eine Sekunde angeklickt. Ach, Mann. Wir müssen nur einen Wassereimer holen. Ja, wir müssen nur noch Wasser reinfüllen. Die Sache ist nämlich, Obsidian verbraucht Lava, Cleanstone Wasser und Cobblestone ist sogar umsonst. Deswegen wollte ich die Maschine hier oben
da, wo gerade die Kiste ist, auch so ein Ding hinbauen. Das mache ich dann später, weil dann können wir hier Cobblestone, da müssen wir jetzt hier gar nicht nachfüllen, sondern Cobblestone gratis bekommen, weil das braucht hier nicht mehr Wasser. Achso, du machst mit so einem Crucible, stellst du die Lava her? Ja, genau, die mache ich gerade automatisch, damit wir unendlich Lava bei dem Ding oben haben. Da ist immer noch kein Wasser drin. Das verbraucht scheinbar Wasser. Ja, Obsidian verbraucht doch kein Wasser, oder? Eigentlich nicht, das verbraucht die Lava eigentlich. Ach, die Maschine ist dumm. Naja, egal. Wie viel Obsidian brauchen wir? Du wolltest irgendwas craften mit Obsidian. Ein Verzauberungstisch, also 4 Stück. Ja gut, dann nimm mal. Hast du auch einen Wassereimer? Ich hatte einen Eimer, aber ich weiß nicht mehr, was ich den hast du vercraftet. Ja, ich hatte davor aber auch schon einen Eimer. Ich schwöre. Ja gut, auf jeden Fall können wir jetzt erstmal per Hand hier herstellen. Und dann schauen wir mal, wie wir das machen. Du Mr. Flüssigkeiten-Man. Kannst du mal herkommen? Ich brauche noch deine Help. Meine Help? Ja, mir ist übrigens aufgefallen, ich bin das perfekte Opfer für den Topf, weil ich immer raushüpfen kann, wenn ich springe. Weil ich habe ja den hohen Sprung. Ich bin bei der Smeltery. Ach so. Bin gerade in die Smeltery rein und rausgehüpft. Hier. Ich muss diese Flüssigkeit, diese Kreosäult, muss ich irgendwie... Kann ich das irgendwie da reinpumpen einfacher? Ich mache das momentan mit einem Eimer und das ist ein bisschen umständlich. Weil die Maschine arbeitet nicht weiter, wenn sie voll ist. Und kann man das auch einfach ins Nichts schütten? Muss das Oil irgendwo hin? Nö, wir brauchen das gar nicht. Na, wir brauchen das schon ein bisschen. Ja, dann, ja. Na, der Tank ist ja schon fast voll. Ja, das ist möglich. Mit der Brühe brauchen wir aber eine Redstone-Engine. Ah ja, okay. Also, wenn du das jetzt machen willst, dann brauchen wir eine Redstone-Engine. Dann kann ich's also, hätten wir Redstone-Engine klingt so, als bräuchte man viel Redstone. Wir haben 6 Redstone oder so. Ja, 9. Man braucht da, glaube ich, kaum Redstone. Redstone. Nee, ich mach Redstone-Engine. Engi, da ist er. Pumpi. Pisten, Holz. Hä? Braucht man ja nur einen Redstone? Ja. Ja, es hat funktioniert. So, dann brauche ich ein Glas und 2 Woodgears. 1, 2. Oh, ich habe ein Achievement bekommen dafür. Und eine Redstone Engine. Hammer. Mr. Dado, die Redstone Engine ist gelandet. Hast du auch einen Hebel dabei? Nee. Ich habe einen Hebel dabei. Gut, dann platziere die mal dahin. Da oben drauf oder was? Mit Shift. Da oben drauf? Ja, hier, da wo ich jetzt die Dings hingemacht habe. So, genau. Die ist bei mir ein bisschen verglitscht. F3 und A. So, schon sieht's besser aus. Mir passt. Und dann hauen wir die an. Und wenn alles klappt, dann läuft die jetzt gleich los und das Kreosot wird rausgepumpt. Ah ja. Und hier reingefühlt. Liest es da rein? Die Zahl steigt? Sich. Ah ja, doch. Ja, die Zahl ändert sich, ja. Ja, nice. Das war schon alles. Okay, gibt's größere Tanks? Ja, gibt's bestimmt, aber ich habe noch keine Ahnung. Okay, ja, weil also das produziert echt recht viel von dem Öl. Ja. Während ich die Kohle hier brenne. Dass die FPS so niedrig sind, keine Ahnung, Leute, muss ich mal gucken. So langsam, weil jeder Windmühlen hat und so weiter. Ich habe die Renderdistanz sogar richtig weit runtergestellt auf Empfehlung Maudalus, aber irgendwie hat es jetzt nicht so viel geholfen. Keine Ahnung. Ich wechsle mich kaum. Komisch. Obwohl ich aber auch nur 60 FPS. Ich hatte mal mehr. Aber das, umso mehr Maschinen kommen, umso mehr wird es lang. Das lässt sich nicht verhindern. Vor allem, ich habe auch alle Liquids, die ins Void geflossen sind, also Lava, Wasser, habe ich alle entfernt, damit es weniger leckt. Ja. Na, guck mal. Unsere Nachbarn haben auch eine Windmühle. Eine Holzwindmühle. Oh, die haben die Billigwindmühle. Die Billigwindmühle. Ja, gut, dann haben wir. Wir haben 4 Obsidian. Achso, gut, dann wenn wir 4 Obsidian haben, dann weiß ich ja nicht. Soll ich sie hochbringen? Ja, kannst du machen. Ich war gerade sehr verwirrt, was ich überhaupt machen will. Wir sind auch irgendwie hin und her gesprungen, muss man sagen. Ja, hey, weißt du, das ist das Gute am Kampf. Überall Baustellen. So, dann brauche ich ein Diaschnand. Leder war noch ein Problem, genau. Ich brauche ja ein Buch. Ja, gut, dann warte, wir können ja mal schauen, ob man das irgendwie anders herstellen kann. Es gibt ja meistens Bioleder. In diesen Modpacks? Ja, halt mit Botania könnte man das machen, aber da ist, glaube ich, nicht. Wir können auch die Kühe vermehren und umbringen. Nein, eigentlich, wenn es. Ich habe schon eine Kuh vermehrt, also eine könnten wir töten. Nein, wenn es stimmt. Was ist denn mit Palutens Manapool los? Der ist komplett leer und seine ganze Wiese ist halt voller Kreuze, dass hier Monster spawnen. Toll. Ist auch gut. Ach, hier sind auch gar nicht mehr die Lichtblumen da. Ja, Paluten hat zugemacht. Ne, wir haben eine Kuh über, Zombie.
Wir können die jetzt noch einmal füttern und dann die höflich fragen, also nachdem die sich vermehrt haben, ob wir ihr Leder haben können. Ist es nicht egal? Ich kann doch eigentlich auch eine töten. Es wird ja, wir können so oder so nur eine Kuh mehr machen. Ja, stimmt eigentlich. Kannst du sie nochmal füttern vorm Tod? Schlag zu. Achso, noch einmal. Die will ich. Die hier. Die hier ist keine Mutter. Oh. Fleisch. Und? Oh, verdammt. Okay, schade. Aber du kannst noch eine töten. Wir haben ja noch eine Babykuh. LOL. Ich meine, höflich fragen. Ja. Ja, perfekt. Cowtripper. Perfekt. Ja, wir brauchen noch mehr Leder als eins, oder? Nee, wir brauchen nur ein Buch. Macht man mit einem Leder ein Buch? Ja, drei Papier und einem Leder gibt ein Buch. Wisst ihr, ich spiele Varo, Leute. Ein Book. Nice, und dann macht man... Ja, du warst ja auch so von Anfang an gegen den Verzauberungstisch in Varo. Enchantment Table. Da-da-da-da. Und den setze ich hier auf das Fass. So, weil wir es eh nicht nutzen. Armes Fass, ich verzauber meinen Hammer. Ich auch. Stufe 1, Effizienz. Ich Stufe 4, Unbreaking. Ach mal. Ja, da habe ich wohl das Richtige gewählt. Ja gut, dann nehme ich glaube ich später noch ein bisschen mehr auf, wenn ich gerade keine Idee habe. Wenn ich da noch eine Idee habe, was ich machen kann. Oder das Haus bauen oder... Ja, aber das kann ich ja jederzeit machen mit dem Haus bauen. Und tschüss, bis später. Woo! Oh. Nackter Mordado. Ja, ich glänze richtig. Willkommen zurück zur zweiten Hälfte der Folge. Irgendwie, keine Ahnung, warum ich überhaupt begrüßen muss. Es ist ein Tag vergangen, so circa seit der letzten Aufnahme. Ich gucke gerade, dass ich bessere Karotten kriege. Und das tue ich, glaube ich, indem ich die hier so reinpflanze und sich vermehren lasse. Ich scanne jetzt mal den neuen Seed. Das deckt sich schon mal nicht mit den anderen. Das ist ja schon mal gut. Ist aber genau dasselbe. Okay. Ja, ich lasse die hier einfach gerade mal so die Karotten in der Reihe entlang wachsen und guck mal, was da am Ende rauskommt. Ob die besser werden, die sind ja schon minimal besser geworden. Die Stats können da alle auf 10 hochgehen und dann kriegen wir ultra viele Karotten da raus. Das ist schon mal ganz geil. Und ich habe hier in der... Achso, erstmal Corona. Danke, danke, danke. Der hat mir eine Enderperle geschenkt, damit ich meine Flügel wieder machen konnte überhaupt. Das wollte ich noch in der Folge erwähnt haben. Und Mordado, wir spielen jetzt das Glücksspiel. Okay. Ja. Stirbt dabei einer, oder? Eventuell. Okay, kann ich mein Inventar vielleicht noch leeren? Ja, ich lege auch alles weg. Mein Inventar ist aber so voll. Du kannst Leertaste, glaube ich, drücken auf eine leere Kiste und legst du alles automatisch rein. Shift-Leertaste oder so. Oder Leertaste okay, linksklick oder so. Ich davon was. So. Oh, du hast ja richtig viel in deiner Kiste vorbereitet, Mordado. Ja. Oh, ja, die Leute wissen ja nicht, was da rauskommt. Die Experten wissen das jetzt schon. Leertaste. Die sind alle voll. Ja. Du kannst die Kisten doch hier draußen nehmen, die sind noch leer. Der Taste, hol ich dann nachher wieder raus aus der ersten Kiste, ja. Okay, so. Dann nehmen wir mal 4 Sticks. Damit töte ich mich jetzt mit 4 Sticks? Ja, komm mit. So, wir haben hier einen Hühnerstall voller Hühnchen. Und jetzt mach, komm hierher und mach Linksklick auf ein Huhn. Wenn du Glück hast, hast du direkt gewonnen. Oh, da guckst du dir an, das Huhn. Da, das Huhn mit den roten Dämonenaugen unter dir. Das sehe ich nicht. F3 und A. Ich sehe es halt echt nicht. Es ist unsichtbar. Hilfe. Ich töte es. Hilfe. Jetzt bin ich hier in Lebensgefahr. Ich habe noch drei Herzen. Bergmann. Okay, es ist tot. Es ist tot. Ja. Ich habe den Wolfschild gerade ausgemacht, deswegen hört man die nicht reden. Kann nicht wundern. Und Herr Bergmann ist gerade auch da, unser neuer Nachbar. So, willst du nochmal probieren? Jetzt sehe ich's. So, willst du nochmal probieren? Wir haben ja, noch ein paar haben wir noch genügend Hühner dafür? Ja, 4-5 Stück haben wir noch. Nicht das Babyhuhn haben. Hä? Nee, da steht bei mir noch das Killerhuhn. Nee, das ist weg. Bei mir steht das hier noch. Oh, das ist böse geworden. Bei mir stehen hier die beiden Böse. Oh Gott, ich habe nur noch 2 Herzen. Ich sollte aufhören, mit den Hühnern zu kämpfen. Hilfe! Hilfe! 2 Herzen, warum machen die so viel Spaß? Und ich sehe es nicht, es ist unsichtbar, es ist ein unsichtbares Dämonenhuhn. Es rennt gerade. Oh Gott, nein, ich darf nicht gehen. Es chillt da gerade. Ich nehme mal meine Axt wieder mit. Vorsichtshalber. Zum Hühnerschnitzel. Warte, ich töte es. Vor allem, ich bin jetzt nackt. Okay, so. Böses Huhn besiegt. Oh. Kann das jetzt auch einmal funktionieren oder wollen das hier noch ein böses Huhn drin? Aua. Ja, bei mir sind da nur noch böse Hühnchen. Nee, da sind noch. Das ist wieder böse, ja, oder? Die Hühnchen hassen mich einfach. Hä? Was haben wir denn für ein Pech? Aua!
Spiel. Ah, ich hab's! Oh Gott, warte, du hast einen Huhn. Ich hab einen Chickenhammer. Du hast einen Chickenhammer? LOL! LOL. Okay, jetzt haben wir einen Chickenhammer, genau. Also man muss einfach nur Hühner mit dem Stock schlagen und hat halt eine Chance, dass es ein Angry Chicken wird. Das er halt umbringen will. Aua. Ich reconnect mal kurz. Ich will das Gewinn. Ich gewinne den Kampf. Okay, ich hab's besiegt. So. Genau, so kann man sich den Chickenhammer wiederholen, den ich verloren habe. Also ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Oh, und ich kann es jetzt mit einem Level verzaubern. Die kann man nicht verzaubern, leider, habe ich schon geschaut. Ja. Und wir haben hier hinten scheinbar so eine kleine Stromkammer. Cool. Ja, ja. Kann ich mich jetzt immer verstecken, weil nur ich hier hochkomme. Oh, doch nicht. Hä, wie bist du dazwischen durchgelaufen? Achso, jetzt geht's. Einfach gelaufen. Okay, merkwürdig. Was hab ich... Achso, ich wollte eine Toolforge craften. Ich habe hier wieder so eine Kiste einfach aufgestellt, wo ich dachte, hey, da tue ich Zeug rein, was ich craften will. Und dann muss ich es nur rausnehmen und in die Suche eingeben. Tool. Da ist sie. Zack. Einmal mit 4 Stahlblöcken, 3 von diesen Seared Bricks. Die hat man da auch für diese Smeltery gemacht. Und zack, eine Toolforge. Und Morano meinte, die muss ich dahinter stellen. Sonst haut er mich. Was kann man denn mit dieser Toolforge machen, Zombie? Das ist die, womit man sein... Das ist einfach dein Tisch nochmal besser. Ja, genau. Und mit dem kann man diese Lumberjack-Axe machen. Also Axt und mit der Lumber-Axe kann man... oder welche? Ja, genau. Da mal, genau, genau. Und mit der kann man halt Bäume fällen und dann fallen die komplett. It can fell entire trees or gather wood in a wide range. Ja, und das ist, gefährlich einerseits, weil wir wahrscheinlich unsere Insel damit abbauen werden, aber auch sehr praktisch. Hä? Achso, ja, aber wenn man auf Bäume haut, dann fällt hier nur die Bäume. Wollen wir eine direkt machen? Dann müssen wir doch die ganzen Einzelteile zusammensetzen, ne? Ja, aber wir können ja erstmal eine aus Cobblestone machen. Man kann die ja aus allen möglichen Materialien machen und wir machen dann einfach erstmal so eine aus Cobble, oder? Okay. Dann müssen wir jetzt trotzdem noch die Form eingießen, oder? Nee. Aus Cobble braucht man keine. Hier, Zombie, okay. Hier nimm mal die Form. Und dann musst du hier auch an den Tisch, wo ich dran bin. Ich muss die komischen Formen machen. Erstmal den Axtkopf. Das ist der falsche. Der ja. Ich guck gerade. Broad Axe Head Pattern. Ich hab gedacht, der hat schon rausgenommen. Dann ein großes Kreuz oder ein kleines Kreuz? Das große brauchen wir, glaube ich. Warte, ich schau mal ins Rezept rein. Große und den Kreuz, großen Stick diagonalen und Creeper-Gesicht. Ein Creeper-Gesicht und den großen diagonalen Stick. Nee, der da. Hä? Warte. Den da brauchst du, glaube ich. Oder? War das der? Ah, das ist der. Aber das sieht so diagonal aus. Ich bin nicht doof. So, und das mache ich dann hier. Gibst du mir Cobblestone? Achso, ja, warte. Du hast ja schon so einen Axtkopf. Plan drin gehabt. Ja, habe ich. Und dann habe ich gemerkt, hey, kann ich gar nicht machen. Okay. Du musst mehrere reinmachen. Also mehrere Cobbles. Ah. So, eine Stone Rod, ein Creeper-Gesicht, ein X und ein Axtkopf. So, kann ich die auch irgendwie schneller? So, werfe ich die einfach mal darüber. Ich auch. So, und dann gehen wir an den Tisch. Oh nein. Doch. Wählen die Form aus und zack, 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 zack. Haben eine Stonebond Lumber Eggs aus Stein. Und dann können wir jetzt hier hingehen und. Ui! Es leckt. Und der Server stürzt ab. Ich bin noch drauf. Okay, mein Spiel ist gecrashed. Ja, Leute. Dann haben wir heute uns einige coole Sachen angeguckt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die Äxte haben vielleicht kleinere Probleme. Bis dann! Tschüss!